Immer schwieriger wird die Situation in der heurigen Champions League-Saison. Mit einer 0:3-Niederlage gegen den französischen Verein Chartres muss der ehemalige Champions League-Sieger um den Aufstieg zittern. Der SV Niederösterreich musste sich in der Champions League dem Vorjahresfinalisten Chartres Frankreich glatt mit 0:3 geschlagen geben. Der Verein von Österreichs Nummer 1, Robert Galdosch, startet somit souverän in die heurige Saison, nachdem auch schon Borussia Düsseldorf mit 3:0 abgefertigt wurde. Der SV Niederösterreich ist in dieser Gruppe klar der Außenseiter. Ja, das haben wir gewusst. Wir haben eine sehr, sehr starke Gruppe. Das sind, im Vorjahr waren das beides Halbfinalisten, die Gruppe von Düsseldorf, Borussia Düsseldorf und jetzt auch Chartres. Naja, im Brust ist es eine starke Gruppe. Die erste Partie für SV Niederösterreich bestritt Stefan Fegerl gegen den Schweden Per Gerell. Der Legionär von Chartres überzeugte vor allem durch seinen starken Aufschlag und konnte das Match so klar dominieren. Nach Satzgleichstand von 1:1 entschied Gerell den dritten Durchgang dann knapp mit 13:11 für sich. Damit war der Widerstand von Fegerl gebrochen und auch der vierte Satz ging an den Schweden. Danach traf Daniel Habeson auf Gao Ning, Nummer 16 der Weltrangliste aus Singapur, und geriet schnell mit 2 Sätzen in Rückstand. Doch ans Aufgeben dachte Habeson nicht und fightete sich zurück ins Spiel. Schließlich gelang es ihm sogar, den dritten Satz für sich zu entscheiden. Und es ging in dieser Tonart weiter. Dennis spielte befreit auf, zeigte Tischtennis der Extraklasse und gewann auch den vierten Durchgang. Damit stand es 2:2 in Sätzen und ein entscheidender fünfter Durchgang musste gespielt werden. Dieser ging dann leider knapp mit 11:9 an den in China geborenen Ning, der damit auf 2:0 für Chartres stellte. Kommentar zu den heutigen Spielen? Ja, erstes Spiel ist ein bisschen bitter gelaufen. Ich denke, der Stefan war ganz okay gegen Gerell, Aufschlag sehr schlecht genommen. Leider verloren, dann ich sehr, sehr knapp verloren gegen ihre Nummer 1. War ein bisschen schade, okay, und das letzte Spiel, Chen, das war zu vorauszusehen, dass das so endet. Diese dritte und letzte Partie bestritten nämlich Cheng Weixing und Robert Galdosch, die sich fast täglich im Training miteinander matchen und somit sehr gut kennen. Nur die Klarheit des Ergebnisses war vielleicht ein wenig überraschend, denn der Österreicher im Dienst der Franzosen fertigte seinen routinierten Landsmann ganz klar mit 3:0 ab. Welches Gefühl war es für Sie, Robert Galdosch gegen die eigene Mannschaft spielen zu sehen? Man hat es ja gesehen, ich habe ja bewusst nicht betreut da. Das haben wir auch vorher so abgesprochen. Da gehen wir eigentlich auch relativ offen und professionell mit um. Ich denke, dass als Trainer und als Coach es immer interessant ist, auf der Bank eben mitzuerleben, wie Spieler sich präsentieren. Und ja, der Robby hat das heute sehr, sehr gut gemacht, hat eigentlich am klarsten seine Partie gewonnen. Insofern gibt es da von Seiten von mir ein extra Lob auch für ihn. Unsere wichtigste sozusagen Hypotheken sind die Vereine und deswegen muss man für den Verein alles tun, damit wir auch gewinnen. Und deswegen, man spielt nicht gerne, das war für mich ein sehr schwerer Abend, man klatscht, aber man fühlt sich schlecht bei Klatschen, also es ist relativ schwer. Nur der spielt, glaube ich, versteht das und deswegen war das
Ich bin froh, dass es schon vorbei ist und es so schnell vorbeigegangen ist. Unterm Strich bleibt, glaube ich, dass wir einen gut spielenden Danny Habeson gesehen haben, einen gut spielenden Stefan Feger, einen Chenwei Xing, der gegen Robert Gardosch, was wir natürlich auch häufig genug im Training haben, einfach seine Schwierigkeiten gehabt hat. Ich denke, das 3-0 für Chartres geht in Ordnung. Die sind als Favorit hier eingestuft gewesen und mit dem Ergebnis bin ich jetzt nicht ganz zufrieden, mit den spielerischen Leistungen meiner Mannschaft phasenweise allerdings schon.